Herzlich willkommen zu Ideas Daily TV. Der deutsche Leitindex hat sich gestern etwas von den Verlusten der Vortage erholt. Bis in den frühen Nachmittag bewegte sich der DAX noch recht zaghaft nach oben. Kurz nach Öffnung der Wall Street kam dann Schwung in den Handel. Der DAX schloss bei 15.194 Punkten. Das ist ein Plus von etwas mehr als 1% bzw. 158 Zählern. Blicken wir damit nach Frankfurt zu meiner Kollegin Franziska Schimke. Ja, Franzi, also gestern ein guter Handelstag. Was können wir uns denn heute erwarten? Einen schönen guten Morgen. Ja, drei verlustreiche Handelstage in Folge. Gestern dann die Erholung. Heute allerdings rechnen wir damit, dass der DAX sich wieder von seiner schwächeren Seite präsentieren wird. Und das ist genau das, was die Experten letztlich auch für den Herbst voraussagen, dass wir doch deutlichere Schwankungen im Gesamtmarkt sehen. Denn die Unsicherheitsfaktoren, die sind natürlich nach wie vor gegeben. Gestern aber eben eine gute Wall Street, die hat ja nun mal auch den deutschen Leitindex beflügelt. Am Ende der DAX mit einem Plus von 0,9% unterwegs. Es gab bessere Konjunkturdaten. Der ISM-Index für das Dienstleistungsgewerbe war freundlicher ausgefallen. Auf der anderen Seite hat man aber eine mögliche Zahlungsschwierigkeit, Ausfall von Evergrande. Auch das nach wie vor ein Belastungsfaktor. Und das Thema Inflation, steigende Energiepreise und all diese Belastungsfaktoren, die sind aber nach wie vor eben auch im Markt. Und so sehen wir aktuell das Jahr. Es geht nach unten, dann sieht man eine Gegenbewegung. Aber dieses nachhaltige Etablieren und weiter Ausbauen der Gewinne, das findet so aktuell nicht statt. Und es passt dann auch ins Bild, dass wir schwache Vorgaben von Seiten der asiatischen Märkte bekommen. Nikkei als auch Hang Seng im negativen Bereich unterwegs. Und somit dürfte es beim DAX eher heute wieder Richtung 15.100 Punkte Marke gehen. Also kein einfacher Handelstag. Vielen Dank, Franzi. Ja, soweit also der Ausblick auf den Handelstag in Frankfurt. Kommen wir zur Markt.de, die ist heute Bechtle. Bei Bechtle gab es zuletzt kaum fundamentale Nachrichten. Die Aktie hatte am 21. September ihr Allzeithoch markiert. Seitdem befindet sie sich auf Talfahrt und gab dabei in der Spitze 17% ab. Aus technischer Sicht bietet sich jetzt die Chance auf eine Gegenbewegung. Dafür muss der Kurs aber erst über eine bestimmte Hürde steigen. Eine ausführliche Chartanalyse finden Sie wie gewohnt unter www.ideas-daily.de. Und schauen Sie auch auf www.trader21.de. Dort finden Sie alle Informationen zum Online-Börsenspiel Trader der Société Générale. Der Hauptpreis ist ein Jaguar I-Pace. Spielende ist am 29. Oktober. Das war die aktuelle Ausgabe von Ideas Daily TV. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis morgen.